Ein neuer Monat ist heute gestartet und das heißt, dass es Zeit wird, den letzten filmisch abzuschließen. Wie jeden Monat gibt es jetzt hiermit das Ranking oder mein Ranking der besten und schlechtesten Filme. Dieses Mal für Mai 2018. Einige große Filme sind rausgekommen, eine ganze Armada kleiner Filme. Aber ich muss sagen, rein filmisch hatten wir zwar das ein oder andere wirklich interessante Stückchen dabei, aber die Vormonate, die teilweise richtig stark waren seit der Oscarsaison, da konnte man nicht unbedingt ganz anknüpfen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, 12 Kinofilme und 2 Netflix-Produktionen. Habe ich für euch im Mai gereviewt. Etwas weniger als sonst, weil irgendwie ringsrum eine ganze Menge los war, weswegen ich ein paar kleinere Filme verpasst habe, nämlich nicht dabei, weil ich sie nicht gesehen habe, sind Feinde Hostiles, Euphoria, In den Gängen, The Happy Prince, Letztendlich sind wir dem Universum egal und 7 Tage in and Ebbe. Und jetzt möchte ich über die 4 Filme sprechen, wo ich sage, oh, lieber die Finger von lassen, oder da war ich sehr enttäuscht. Über die 5 Filme, wo ich sage, oh, das war ein interessantes Erlebnis, beziehungsweise was besonders an diesem war. Fangen wir unten an. Leider gar nicht gut geworden. Was ich sehr schade fand, war Blumhouse präsentiert, Wahrheit oder Pflicht, Truth or Dare. Gerade Jason Blum von Blumhouse Productions hat den Film wie der Paranormal Activity Reihe, aber vor allem eben mit coolen Streifen wie den Sinister Film, wie der Purge Reihe, wie Get Out, wie Split, wird auch Glass machen, hat mit Whiplash und einem Oscar Film abgeliefert, eine Qualität speziell im Horrorbereich, aber erreicht in den letzten Jahren, dass ich dachte, okay, was erwartet uns hier? Und in Wahrheit oder Pflicht geht es um Olivia und ihre Freunde, die in Mexiko einen Urlaub machen und treffen auf einen jungen Mann namens Carter, der mit ihnen das gute alte Wahrheit oder Pflichtspiel an einem schaurigen Ort spielen will. Bloß dieses Spiel, wird er beichten, das ist echt. Das nehmen Olivia und ihre Freunde nicht ernst, aber der Tod folgt ihnen auch nach Hause. Dabei entsteht ein Teenie-Horror. Ein Film, der nicht so wirklich gruselig ist und emotional nie wirklich andockt. Schade, Wahrheit oder Pflicht funktioniert vielleicht als Trinkspiel, wann immer man Wahrheit oder Pflicht hört in den Film. Danach ist man hammerhart voll, aber ansonsten leider für Hardcore-Fans, aber auch für die seichten Horror-Fans, die sich leicht gruseln wollen, nicht so richtig gelungen, was ich schade fand. Gefolgt von Ibiza, der Netflix-Produktion und eine Komödie, bei der ich tatsächlich nie lachen musste. In der es um Harper und eine Geschäftsfrau geht, die eine Geschäftsreise nach Barcelona macht. Dorthin begleiten sie ihre besten Freundinnen und prompt bei einer Partynacht, wo sie sagt, ach scheiß drauf, ein bisschen feiern muss man doch auch, wenn man unterwegs ist, verliebt sie sich in einen DJ namens Leo. Und wenn die beiden mal etwas ruhiger miteinander zugange sind, dann ist der Film auch wirklich süß und hat was Schönes Emotionales, aber wird dann so aufgepumpt mit Slow-Mo und endlosen Partysequenzen. Und natürlich folgen die drei diesem DJ nach Ibiza, weil er dort auflegt, während sie eigentlich in Barcelona ein Geschäftsmeeting hat, dass ich sagen muss, der Film ist nicht nur sehr konstruiert, sondern so vorhersehbar und dann oft mit so peinlichem Unter-der-Gürtellinie-Humor vollgepackt, dass ich ihn überhaupt nicht gut fand. Ibiza leider definitiv einer der Enttäuschungen im Mai. Genauso wie I Feel Pretty mit Amy Schumer und Michelle Williams. Amy Schumer hat entweder eine Fanbase oder Leute, die sie überhaupt nicht leiden können. Und in I Feel Pretty geht es um Brandy Bennett, eine Frau, die mit ihrem Aussehen überhaupt nicht zufrieden ist. Sie arbeitet bei ihrer Lieblingsfirma, die für Lifestyle, Fashion und Make-up und Parfums und Co. steht, aber in einem Kellerbüro und fühlt sich wie ein wenig wie dorthin abgeschoben. Sie ist etwas übergewichtiger und sie glaubt, dass man derjenige ist, den man im Spiegel sieht und alles auf Oberflächlichkeit basiert. Als sie eines Tages beim Sport einen Unfall hat und auf einmal sich im Spiegel als der schönste Mensch aller Zeiten wiedererlebt, bekommt sie ein ganz neues Selbstbewusstsein. Das führt gleichzeitig dazu, dass sie einen Aufstieg auf der Karriere Leiter vollzieht. I Feel Pretty verrät sich ein wenig, was die eigentlichen Werte angeht, ein Stück weit selbst. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh mein Gott, was wartet hier auf uns? Der Film ist dabei gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich zugeben an der Stelle, weil in vielen Momenten, wenn er mal ein wenig diesen Pfad, dieser Verwechslungsnummer, die man schon sehr oft auf der Kinoleinwand gesehen hat, verlässt, dann hat er hier und da wirklich charmante Momente und da bekommt Amy Schumer auch einen Tiefgang, wo ich sage, habe ich eigentlich gern gesehen, aber das hält immer nur punktuell innerhalb des Films und funktioniert im Ganzen nicht. I Feel Pretty ebenfalls nicht so wirklich dolle geworden. Genauso wie leider Eleanor und Colette mit der großartigen Helena Bonham Carter und Hilary Swank in den Hauptrollen. Ist es ein Biopic, also eine wahre Geschichte rund um Eleanor, die paranoide Schizophrenie hat, daran leidet und ihre Medikamente selbst dosieren will und mit Hilfe von Medikamenten ein selbstständiges Leben führen möchte, anstatt nur vorgeschrieben zu bekommen, was sie wie nehmen muss, egal welche Nebenwirkungen es hat und wie wenig man dann selbst am Leben noch teilnehmen kann. Sie nimmt sich dafür eine Anwältin namens Colette und es entsteht eine besondere Freundschaft und ein Kampf, den es wirklich gegeben hat, rund um die Rechte der Selbstbestimmung von Patienten, die psychische Leiden haben. Sehr interessanter Ansatz, aber ein Film, der nicht den Tiefgang bekommt, den er könnte und im Grunde sich immer so
langsam fortentwickelt, dass er ein wenig zu zäh daherkommt. Viele Schwächen, mehr zumindest als Stärken, und deswegen war ich da leider enttäuscht. Dann hätten wir 5 Filme, die im Mittelfeld gelandet sind, der unterschiedlichsten Genre, die französische Komödie Wohne lieber ungewöhnlich, Herrliche Zeiten, ein richtig freakiger Film aus Deutschland, dann noch Rampage mit Dwayne The Rock Johnson, wer es groß und explosiv mag, 80er Jahre Cage-Spiele-Verfilmung, konnte Spaß haben, wer den Film ernst nimmt, ist selber schuld. Dann noch Loose und die Aliens, ein Animationsfilm für die Kleinen, der wirklich süß geworden ist, und auch die Netflix-Produktion Cargo mit Martin Freeman, Zombie-Endzeit-Apokalypsen-Film, hat mir ehrlich gesagt gut gefallen, wobei das nicht bei jedem so gut ankam. Gab es trotzdem noch 5 Filme, wo ich sage, die waren sehenswert aus verschiedensten Gründen bis hin zu richtig stark. Starten wir mit dem Star Wars Spin-off Solo, A Star Wars Story. Ja, ich bin grundsätzlich tendenziell enttäuscht von diesem Film, der $250 Millionen gekostet hat, weil die ursprünglichen Regisseure ihre Posten räumen mussten für Ron Howard, der einen Großteil des Films neu gedreht hat. Es geht in Solo Star Wars Story um den von Alan Arash verkörperten Han Solo. Wir erfahren, wie er zu seinem Namen kommt und vieles mehr. Und in einer Welt, in der alles zerrüttet und zerschüttet ist, lernt er unter anderem seinen Wookiee-Freund Chewbacca kennen. In einem Heist-Movie-Abenteuer mit Starbesetzung verliert sich dieser Film leider in so viel Action, dass er emotional die ersten 60 Minuten nicht abdockt und er andockt. Und wann immer dann neue Nebenfiguren dazukommen, wird er nach und nach interessanter. Dieser Film macht leider einiges falsch, mit dem ich nicht gerechnet habe. Wer das ausführlich hören möchte, kann sich natürlich meine Review anschauen, aber er öffnet mit solidem, noch sehenswertem Kino diesen Bereich der sehenswerten Filme hier in meinem Ranking der besten und schlechtesten Filme im Mai. Aber auch, weil das Durchschnittsniveau ein bisschen tiefer war, sonst hätte ich den eher im Mittelfeld platziert. Gefolgt von Tully von Jason Reitman mit Charlize Theron in der Hauptrolle. Sie ist so eine tolle Schauspielerin und spielt hier eine Frau namens Marlo, die 3 Kinder hat. Einer davon zeigt Anzeichen für Autismus. Die andere Tochter ist eigentlich relativ erwachsen und dann hat sie noch ein Baby. Ihr Mann ist mit der Arbeit vollkommen ausgelastet und sie ist als Mutter vollkommen fertig. Ihr Bruder, der eine Menge Kohle hat, empfiehlt ihr einfach mal, eine Nachtnanny zu engagieren. Und von dieser Idee ist Marlo überhaupt nicht begeistert. Aber eines Tages kommt es anders und eine junge, weltoffene Frau, die anscheinend alles zu erledigen vermag, namens Tully, steht vor der Tür. Es entsteht eine besondere Freundschaft und gleichzeitig die Frage, wer ist man denn eigentlich, auf einmal sich so ausgelaugt und fertig fühlt. Tully hat Überraschungen und Jason Reitman zeigt ja einmal mehr, dass er ein Fingerspitzengefühl für besondere Stoffe hat. Ich mochte den sehr. Gefolgt von Deadpool 2 auf Platz 3. Für mich nicht ganz so gut wie die erste Teile. Viele sagen, sie fanden ihn sogar besser und lustiger. Das mag sein. Für mich persönlich gab es zu viele Elemente, die sich wiederholen im Vergleich zum ersten Teil. Klar, die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Man merkt, dass ein Tim Miller nicht mehr Regie führt, sondern eher ein David Leitch. Sean Hobbs, der hat Atomic Blonde zuletzt gemacht, aber auch natürlich bei John Wick mitgewerkelt. Und da merkt man einfach diesen Action-Hintergrund-Part, der ja selbst auch ein Stuntman ist. Die Action sitzt, viele Witze gegen jeden und alles, typisch Deadpool, der richtig abgefuckt am Ende, am Anfang dieses Films ist und eine Aufgabe braucht und die Verantwortung übernimmt, einen Jungen zu beschützen vor Cable. Ein gutes Star aufgebaut und natürlich wieder mit dem Genre spielend, sehr viel abgedrehter Humor, besonders die Credit-Scenes und Post-Credit-Scenes, die machen fast am meisten Spaß bei Deadpool 2. Das ist Fun-Faktor Kino zum Zurücklehnen. Für mich nicht ganz so gut wie der erste Teil, aber definitiv den Kinogang wert. Auf Platz 2. Sehr künstlerisch und dieses Jahr die Berlinale eröffnet, Wes Andersons Isle of Dogs, Ataris Reise. Das ist die Geschichte in einer Welt in Japan, in der es zu viele Hunde gibt und man beschließt nach einer Hundeseuche, alle Hunde von Mega City auf eine Insel zu verfrachten namens Trash Island. Die ist voller Müll. Die Hunde versuchen dort zu überleben, irgendetwas zu fressen zu finden. Einige gruppieren sich dort zusammen, wie beispielsweise Boss, Chief, Duke, Rex und King, die einen Rudel sind und eines Tages auf den jungen Atari treffen, der 12 Jahre alt ist und sich eigentlich nur auf die Suche nach seinem Haustier Lieblingshund Spots macht. Sie beschließen, ihm zu helfen. Und es entsteht in diesem Stop-Motion-Feeling und ich war selbst in London bei der Ausstellung von diesen kleinen Settings und habe mich sehr mit dem Film beschäftigt. Ein ganz besonderes Feeling. Es ist ein Film mit eigentlich Elementen, die man in Kinderfilmen verarbeitet, für Erwachsene. Isle of Dogs hat auch politische Ansätze und durchaus Themen, die man diskutieren und kritisieren kann. Ein feiner Film, besonderer Film, aber auch ein spezieller Film. Mein Platz 2 und auf Platz 1 nochmal Josh Brolin dabei, nach Deadpool 2, nämlich No Way Out. Es ist ein Film mit Josh Brolin, mit Miles Teller, die wahre Geschichte von Feuerwehrmännern aus dem Jahr 2013, angeführt von Eric Marsh in Arizona, die eine Feuerbekämpfungscrew sind. Sie wollen sogenannte Hotshots werden. Dafür trainieren sie hart. Das sind diejenigen, die bei großen Waldbränden an vorderster Front kämpfen. Extrem gefährlich, bereit ihr Leben zu geben, um andere zu schützen. Dabei entsteht ein Film über Helden, wie man Heldentum erzählt. Nicht voller Pathos, nicht voller Nationalstolz, sondern einfach der Wille, seine Faszination und alles das, was man an Talent hat und Mut aufbringen kann, zu tun, um sich etwas gegenüberzustellen, was eigentlich übermächtig ist. Ich will
Emotionen, über dieses Drama, was ganz anders erzählt wird, als man denkt, dass es nicht sich klar hinarbeitet Richtung Naturkatastrophe, sondern den Zusammenhalt dieser Gruppe saucool erzählt und sie dann in Szenarien bringt, wo man sich denkt, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und man sogar das Gefühl hat, man lernt richtig was über Feuerbekämpfung, wenn man sich No Way Out anschaut, hat mich zutiefst beeindruckt. Ein Film, der leider relativ klein in Deutschland gestartet ist, den wahrscheinlich kaum einer gesehen hat und gerade in ländlichen Regionen kaum man die Möglichkeit hat, ihn wahrscheinlich im nächstgelegenen Kino anzuschauen. Für mich war es aber der beeindruckendste Film im Mai und damit schließe ich dieses Ranking der besten und schlechtesten Filme im Mai 2018. Ich hoffe, da war noch der ein oder andere Film dabei, wo ihr sagt, oh, sollte ich dann vielleicht mal schauen. Wir hatten ja einige Blockbuster mit Deadpool 2, mit Solo Star Wars Story oder auch einem Rampage und wir hatten auch ganz feine Filme eigentlich. Mal gucken, wie sich dann Richtung Sommerloch entwickelt, tendenziell jetzt mit der WM vor der Brust, werden die Filme auch etwas weniger, die richtig relevant sind. Aber schauen wir uns das im kommenden Monat dann mal ganz in Ruhe an. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.